Moin Amigos, moin zusammen, hallo, grüß euch, ich hoffe euch geht's gut. So, hier ein kleines Update-Video zur Personallage. Nach 2 Tagen trainingsfrei steigen die Jungs gleich um 11 Uhr wieder ins Mannschaftstraining ein. Dejan Lubicic ist leider krank. Wie schlimm er jetzt erkrankt ist, kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Ist natürlich bitter für den Jungen, aber auch für uns, weil er jetzt besonders gegen Leipzig wieder annähernd seine Normalform gezeigt hat. Die anderen Spiele davor waren noch nicht ganz so rund. Gut, wir müssen jetzt mal gucken, was das wird. Vielleicht fällt er ja auch nur heute und morgen aus und kann dann halt am Donnerstag bestenfalls wieder mittrainieren. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir spielen ja auch erst am Sonntag gegen Frankfurt. Davy Selke trainiert individuell. Das ist auch positiv. Also hat er da auch nichts Schlimmeres im Knie erlitten. Mit seinem Zusammenprall mit Willi Orban und seiner unglücklichen Landung dann auf beiden Knien, worauf er ja dann es noch versucht hatte. Einige Minuten aber dann halt dann doch ausgewechselt werden musste. Und erfreulicherweise ist auch zu vermelden, dass Damien Downs ist ja einer von 3 jungen Stürmern, die wir im Verein haben, neben Justin Diehl und Putocznik, wo wir Fans halt viel Hoffnung drauf legen, natürlich die Verantwortlichen auch. Der Gute ist auch ins Teamtraining eingetreten. Jetzt ist die Frage, ob er schon direkt bei den Profis mittrainieren kann wird oder ob er natürlich erstmal nur bei der U21 mittrainieren wird. Ne? Gut, Selke dabei, zumindest individuell, und Downs im Teamtraining. Lubicic leider raus aufgrund der Erkrankung. Gut, das wäre es von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Situation seht um das Team. Was glaubt ihr, wie werden wir nach dem Spiel jetzt gegen Leipzig zu Hause gegen Frankfurt agieren? Ist das vielleicht noch zu früh, um genaue Prognosen sagen zu können, wie wir auftreten werden? Aber ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Man wird wahrscheinlich so wie gegen Leipzig dann auch in das Frankfurt-Spiel gehen. Ne? Hoffen wir mal nicht mit weiteren Ausfällen, weil Stand jetzt wäre Selke ja raus und zumindest Lubicic im Moment. Hoffen wir, dass sich kein weiterer irgendwie verletzt oder erkrankt ausfallen wird, weil wir brauchen jeden Jungen. Ne? Gut, das wäre es erstmal von mir. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.